Das macht man ja so, die normalen Zäune, ne? Ja. Machen wir einfach gleich so viel es geht. Ich glaube, das reicht nicht mal aus. Oh Mann. Hoffe, man kann die auch. Ah. Warte, warte. Zäune können wir vergessen. So, wenn wir sie vergessen. Was könnte man stattdessen machen? Irgendwas nochmal mit Stein, oder? Am besten mit. Was dann? Ist ein ganzer. Scheint sonst zu funktionieren, hier aber nicht. Richtig komisch. Nee, nee, nee. Da müssen wir, glaube ich, so bleiben, so wie wir sind. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht. Da habe ich mir was Pompöseres vorgestellt. Ja. Kann man ja mal haben. Eine gute Idee, so ist ja nicht. Nein, soll ja nichts daran verkehrt sein, auch mal was Bestimmtes zu wollen. Aber so einer, der erwartet von sich selber sehr viel, kommentiert Kommentare, die ich habe, durchgehend, opfert sich auf, damit alle genug zu sehen haben. Auf einen Half-Steps kann ich nichts setzen. Aha, interessant. Wird, glaube ich, aber genau bis dahin passen, ne? Ja. Dann hier jeweils dann was dran setzen. Die Augen. Wie sieht denn das aus? Alter, kann sich sehen lassen. Ui. Mio ist zu Hause. Und auch für jeden anderen, der das Let's Play guckt. Ja, kann man so sehen lassen. Leider haben wir jetzt sehr viele Zäune, die wir nicht brauchen können. Leider, und es ist Nacht und wir brauchen Holz. Also das typische Problem in Minecraft. Oh, Lights, 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 Lights. Ja, da kann man Geschichten erzählen über die Welt. Ja, vielleicht auch mal eine Geschichte über den kleinen armen Miro damals. Oh mein Gott. Und was heißt ein kleiner armer Miro? Oder ein bisschen so wie ich damals drauf bin. Eigentlich bin ich heutzutage ähnlich drauf, nur halt nicht mehr so extrem. Zum Teil, denn nämlich damals war ich ein sehr, sehr frecher Junge. Leider auch recht einsam, damals auch nicht wirklich mit Freunden was viel machen. Also es war mir nicht so wirklich möglich, viel zu machen. Weil wir ja das allbekannte Problem haben auf der Erde, dass man ja irgendwie ja nicht miteinander befreundet sein darf und was weiß ich alles. Oder wenn dann die Freundschaft nur sehr, sehr oberflächlich ist und das ist nichts, was mich so wirklich immer angezogen hatte. Ich war schon immer ernsthaft hinten dran. Ich wurde schon damals als schwul bezeichnet. Andere haben es aber genossen, dass ich gesagt habe, das ist eine richtige Freundschaft. Na gut, das ist halt so wie immer das Problem da. Das ist ein Creeper, das ist ein Creeper. Was kommt davon, nachts hier rumzubauen? Wunderbar in der Dunkelheit. In der Finsternis. Der puren Angst. Hallo. Was du wollen? XP Points. Hallo? Ist ein Zombie. Oh, du bist ein Villager-Zombie. Nein. Warum du? Au. Er trifft mich auch noch. Aua.
Hör auf. Aus. Wir brauchen auch gleichzeitig noch ein. Ja. Nun. Ach du. Wollen mich ja alle stören. Das ist ja die normale Welt. Willst du mich stören? Ich will doch nichts Böses. Ich wollte dich wohl so leben lassen. Dass du mich dann töten möchtest, ist dann eher nur deine eigene Schuld. Das war dann so gesehen nur Notwehr. Denn leider will uns hier jeder angreifen. Das ist so wie die echte Welt. Ja, leider ist das so. Leider ist das so. Wo bleibt der Friede, frohe Eiderkuchen, Mann, in dieser Welt, oh Mann. Oh, das ist ein Slime. Ich dachte kurz gerade, was ist denn das? Ein Creeper oder was? Ich hatte gerade echt Schiss bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Fuck. Ja genau, kommt doch noch mehr. Ja, kommt doch alle her. Gebirge! Alles zerstören. Ja, Hauptsache dann noch von hinten, ne? Ja. Yeah. Oh Mann. Wo kommen die jedes Mal her? Boah, könnt ihr auch mal irgendwas anderes tun? Gott, muss ich jetzt echt noch PvP hinwenden? Weil hier alles so voll ist. Meine Lieben. Oh, ist es endlich warm genug? Ausnutzen. Nice. Ah. Nach kurzer Action. Wohin geht's jetzt? Da geht's zurück. Wo haben wir dann hier unser Boot? Müsste, glaube ich, noch im Wasser stecken. Nur da drüben. Oder weiter da drüben. Keine Ahnung. Oh. Randöchen Enderman. Endermanski. 23, das reicht nie im Leben aus. Oh. Ist ja jemand echt. Warum läufst du ins Wasser? Bist du irgendwie. Dieser Enderman ist ein bisschen so wie ich. Oh fuck. Natürlich, eine Hexe. Oh, Geronimo. Weg. Nach Hause. Boah. Wir haben immer noch Gift. Super. Einfach nur schön. Ich würde gerne das Boot da drüben nehmen. Drüben ist die Hexe. Wie viel? Noch 6 Sekunden. Okay. Zumindest sind wir nicht ganz gestorben. Das ist das Gute. Oh, wir müssen auch recken. Oh, Eier. Ich gehe selber Risiko, dass ich hier hingehe. Das sollte man sich nicht antun. So. So. Und dann muss ich kurz auch mal gleich ein bisschen was schreiben. Ja, das muss auch immer währenddessen mal sein. Komm, tun wir das schon auf dem Schiff-Dingens. Das heißt, ich tabbe kurz mal raus und ich weiß nicht, ob es dann, wenn es weitergeht oder nicht. So, das muss noch sein, dass ich währenddessen antworte. Aber so, jetzt müssen wir irgendwo weiter durch. Mal sehen. Oh, schöne Musik wieder. Oh Gott! Haben die Tintenfische gerade hier grün hier bei dieser Kreuzung oder was?
Das sah gerade so aus, als ob sich das, ob sich die Tintenfische gerade nur wegen mir kurz mal geteilt haben und da war alles voll mit denen und boah, weiß schon lange nicht mehr. Nein! Ich muss raus, so ab von mir. So. Beim nächsten Mal mache ich auf jeden Fall eine Playlist an. Ich werde mir eine raussuchen. Ich werde mir eine machen. Ich werde hier genügend Aufnahmen haben. Werde ich ja voraussichtlich schon immer so 10 Minuten machen. 10 Minuten. 20 Minuten. Am Ende aufschneiden. Ich glaube, ich werde ja nicht durchgehend immer nur, ne? Aber gut. Machen wir mal da die Kisten hin. So, schmeißen wir schon mal etwas Zeug, was wir gar nicht gebrauchen können. Das erste. Oh, Orchidee, die muss hier hin. Da kommt ein Special-Platz. Erstmal alles natürlich grob einsortieren, ist ja auch recht egal, denn mehr brauchen wir ja nicht am Anfang. Steinmauer, normale Zäune. Gerottetes Fleisch brauchen wir nicht. Apfel. Oh, wir müssen. Sollten mal gucken, dass wir hier irgendwie ein bisschen, ne? Über die Runden kommen. Ja, das irgendwann später, weil wir haben da drüben noch irgendwo noch genügend Schweine. Das heißt, wir werden jetzt nicht wirklich großartig was machen. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Aber gut. Hier noch. Boah. Bauen wir auf jeden Fall ein bisschen was davon hier hin. Boah. Auch hier und dann überlegen wir, ob wir, wie wir das mit den Fenstern machen. Oder auch erstmal einen Bodenhuss ins Wasser rein. Dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Hauptsache, ich baue mich einfach weiter, weiter und bäm. Dann fliegt der Miro auch mal runter. Das ist klar. Ey, wir können sogar den Restweg uns verkürzen. Vielleicht schaffen wir es auch mal, das Boot genau da zu haben, wo wir es haben wollen. Schnell. Nicht so schnell. Oh, ja. Ah, warum wird immer weg? Was ist denn hiervon noch? Wird hier, glaube ich, ja, das habe. Sollte erstmal genug sein, hoffe ich mal. Ich hoffe, damit können wir uns wenigstens unser Haus fertig bauen. So. Mal sehen. Und dann mal gucken. 1, 2, 3. Hier natürlich rüber noch. Oh Gott, das ist schon wieder zu viel. So. Würden nicht zwei noch geiler aussehen? Wir gucken uns das eh gleich an. Seitlich so zwei. Mindestens. So. Dann darüber. Hier würde ich ja eh gerne rüber dingsen. Also da sollte ich mir eh was offen halten. Stimmt. Das ist sogar die Mitte. Ist echt die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11. Ja. Das ist die Mitte. Hier auch drei erstmal offen lassen. Ja, gucken, dass ich es so zumache. Wahrscheinlich werde ich hier wieder aufmachen. Sogar das Haus hier. Das Haus ist hier sogar irgendwie genauso, ne? Fast genauso. Ja, ist auf jeden Fall so. Das heißt, wir haben kein symmetrisches Haus, aber so seitlich gebautes Haus. Dürfte wahrscheinlich auch mal sehr interessant sein. Wow, ich bringe sogar Varietät rein. Hier in dieser Richtung möchte ich eigentlich nur ein mega fettes Fenster, glaube ich. Durchtrennt. Nein, hier durchtrennt. Zwei Dinger? Drei? Dann jeweils bis dahin? Weiß ich nicht. Mal so.
Auch so? Sieht es, glaube ich, auch am schönsten aus, oder? Was sein? Ja, komm. Wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Ganz einfach. Müssen wir uns irgendwelche Fackelpositionen auch noch einfallen lassen? Und hier, glaube ich, werde ich einfach ein mega fettes Fenster reinhauen. Ich glaube, ich hier so und dann mega fettes Fenster. Könnte man so lassen. Oder vielleicht in eine. Wobei, so ins weite, weite, weite Meer gucken. Würde ich gerne einen Balkon machen in der Richtung, glaube ich. In der Richtung Balkon. Oder hier? Hauptsache, es pisst, ne? Alles laut, pisst laut! Hier möchte ich mir ja eher eine gerade Brücke bauen. Das zusammen. Ab hier. Wunderbar. Schöne laute Geräusche. So wie es sein sollte. Dieser Regen. Dieses Regenwetter. Aber ist ja nicht schlimm. Wir hatten jetzt bisher kaum Regen, oder? Im Let's Play. Also. Deswegen geht es so. Macht nur unser FPS drastisch runter auf 20 FPS. Aber sonst läuft's. Würde ich mal sagen. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus, dafür, dass es 20 FPS sind. Hier unten haben wir 35, da oben haben wir. Da drüben haben wir halt 20. Geht aber. Ja, irgendwie finde ich, ist es in Minecraft jetzt nicht so schlimm. Vor allem, wenn man rumbaut. Meine Güte, es ist mit Java programmiert. Haben die Entwickler da halt ein bisschen in Anführungsstrichen Scheiße getan, angerichtet. Weil es nicht wirklich Scheiße ist in dem Sinne, aber gut. Oder will ich hier nicht lieber aus Holz hinbauen an den Seiten? Eigentlich sollte schon aus Stein sein. Auch Stein sieht schöner aus. Stein sieht schöner aus. Möchte ich halt nur so schön es geht so rüber und dann erst runterbauen. Mit Treppen wahrscheinlich. Einfach um hier eine Abwechslung zu haben dann. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und der Miro zählt hier nun. Das gibt's nicht. Oh Mann, oh Mann. Und er singt hier einfach nur. Bam, bam. Ein Stück haben wir noch. Ha! Ha! Wir haben sonst kein Stein, wir haben sonst auch nichts. Oh, ich liebe dieses Geräusch genau hier innen drin, wenn man im Regen drin steht und das hier hört. Wunderbares Geräusch. Hier regnet sonst alles schön zu. Hier, ja, hier ist irgendwo unser Boot. Sag ich doch. Irgendwo hier ist es immer. Da müsste man nicht ja auch so eine Bootlagerstelle machen. Wahrscheinlich hier dann so, damit wir in alle Richtungen irgendwas haben. Aber bräuchten wir nicht eine Richtung frei, damit wir dort eine Treppe hochbauen können? Oder bauen wir das einfach so in der Mitte, damit wir nur unten so eine Eingangshalle haben? Weiß ich nicht. Werde ich mir überlegen. Zuerst mal ab in unsere erste Höhle, die wir hier haben. Das ist ja unsere erste Höhle, ne? Gut, das war gerade knapp. Da! Hier bauen wir schön ab. Dann baue ich es ja, glaube ich, rundlich ab. Warum auch immer ich dann wieder rundlich zurückgehe. Frag mich nicht, warum. Vielleicht tue ich hier irgendwann mal was hinbauen. Wenn ich schon also abbaue. Und wenn ich so abbauen möchte, dann ist das halt meine Art und Weise. Dagegen könnt ihr mir nichts sagen. Was ist denn schon schlimm, dass ich sowas tue? Leute, Leute, Leute. Deswegen. Hier könnt ihr mir immer sagen, was ich gerne mal irgendwann vielleicht mal hinbauen sollte oder so. Aber am Anfang, gerade vor allen Dingen, habe ich jetzt eher so meine eigenen Pläne. Die möchte ich schon gerne durchbringen. Aber wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt, dann könnt ihr sie schreiben, wie schon gesagt. Vielleicht, wenn ich sie dann bis zum nächsten Mal auch mitunter mit reinrechnen. Sagen wir es mal so. Wer weiß.